Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Es geht endlich mal wieder weiter nach einer richtig, richtig langen Pause. Heute mit der 113. Episode und ich muss leider sagen, das Gameplay ist so ein bisschen, naja, beschädigt, würde ich sagen. Ab und zu gibt es mal so ein bisschen Krizzle-Screens, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm, denn in wichtigen Szenen ist alles immer noch an Ort und Stelle. Wir spielen heute zunächst einmal im Capital One Cup gegen Arsenal. Da simulieren wir, danach geht's gegen West Bromwich Albion im zweiten Spiel und im ersten Spiel gegen, es ist eine relativ gute Frage, ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel und das erste Auswärtsspiel ist im Capital One Cup, wie gesagt, gegen Arsenal, das wird simuliert, gewinnen wir 2:0 durch Tore von Stindl und Remy. Übrigens, das vierte Spiel der Episode ist dann ebenfalls in irgendeinem Pokal gegen die Spurs und auch das wird natürlich wieder simuliert werden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da das Video hier wird wohl am Dienstag kommen, am Donnerstag gibt es dann noch eine Prediction und dann bin ich am Freitag wieder da, da gibt es dann einen Stream. Ich bin ja diese Woche in Hamburg, deswegen geht das gerade nicht alles so gut mit Videos, aber ich denke mal, das ist noch in Ordnung. Was in Ordnung ist, ist, dass Callum Chambers sich erstmal 8 Wochen ja, quasi auf die Bank bzw. auf die Tribüne setzen muss, ist verletzt. Das heißt, wir müssen Jan Mart spielen lassen, beziehungsweise eventuell demnächst auch mal Romano oder Martinez. Ist nicht ideal, aber kann mal vorkommen. Die anderen Spieler hier, die wir noch haben in unserer Jugendmannschaft, sind alle in Ordnung und wir spielen gegen Stoke City, genau, im ersten Spiel dieser heutigen Episode. Wird auf jeden Fall nicht so ja, schwer, hoffentlich. Die sind momentan 18. und wir sind Tabellenführer, von daher zu Hause gerade in unserem St. James' Park, alter Schwede. Sollte das nun gehen, wir haben hier unsere Aufstellung mit Myang auf der rechten Seite, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist ja auch egal, wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der Tabellenführer empfing den 18. der aktuellen Premier League-Saison, Newcastle United gegen Stoke City im St. James' Park. Und die Potters wollten heute natürlich mal, wie alle Gegner, die Magpies ein bisschen ärgern und im Idealfall so ein bisschen unten rauskommen. Momentan auf Tabellenplatz 18 und Newcastle ja mit 7 Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz 1. Trotzdem noch nicht Meister, 11 Spiele bleiben noch in der laufenden Saison. Dementsprechend kann da noch relativ viel passieren und sie sollten sich weiter ranhalten. Das wollten sie auch tun. Allerdings heute mit so ein bisschen ja, Verletzungssorgen, sowohl Remy angeschlagen, als auch ja, der gute Marco Reus verletzt und Remy Cabella ebenfalls nicht mit von der Partie. Die beiden Letztgenannten werden länger ausfallen. Auf der anderen Seite unter anderem Kevin Trapp im Tor, der war ja gut drauf, genauso wie allgemein die Mannschaft von Stoke. Auch wenn sie weit unten standen, gut Fußball spielen, taten sie trotzdem. Begovic, Amazane, Laporte, Mendy in der Defensive, Guy von Young und Thauvin auf den Außen, Stindl auf der 10 und dann Campbell und Ibrahimovic in der Sturmspitze. Remy und Reus, wie gesagt, nicht mit von der Partie, beide nicht mal im Kader da verletzt. Auf der anderen Seite, wie gerade schon gesehen, Kevin Trapp im Tor und unter anderem Marco Arnautovic, der 1,92 große Österreicher, mit von der Partie. Trapp im Tor, davor Shorten, Wilson, Reed und Muniesa auf der Doppel-6, Ness und sie davor Bojan, eben Arnautovic und Steven Ireland und vorne in der Sturmspitze alleine Jermaine Defoe, der Top-Torschütze bisher in dieser Saison für Stoke City. Die Potters ja allgemein relativ torungefährlich dieses Jahr, das ist das große Problem bei ihnen. Allerdings war Defoe, der 35-Jährige, ein Routinier und wollte auch heute wieder treffen. Allerdings startet die Partie erstmal mit Newcastle und zwar mit dem Eckball über Lars Stindl, der Ball in die Mitte auf seinen ehemaligen und heutigen Teamkollegen Sané. Aber der Kopfball noch nicht so gefährlich, trotzdem der erste Torschuss nach knapp 6 gespielten Minuten den Trapp da sicher halten kann. Es ging weiter mit Newcastle-Action und naja, Stoke kam zu wenig Entlastungsangriffen. Hier mal ein Versuch und unterbunden von Guys Campbell mit dem direkt gespielten Pass auf Stindl. Der macht das dann gut im 16er gegen Wilson. Der Schuss trocken ins lange Eck, 1:0, 15. Spielminute. Die Führung für die Magpies relativ früh in der Partie. Schönes Tor von Stindl und dass das erste Saisontor ist, das kann man fast schon gar nicht glauben. Routiniert und ja, vollkommen trocken in die lange Ecke gezogen. Keine Chance für Kevin Trapp daran zu kommen und dementsprechend kann Stindl in Zukunft sicherlich mehrere Tore schießen, schon unter der Woche gegen Arsenal im Pokal erfolgreich. Weiter ging es dann mit Stoke City, die wagten sich mal nach vorne über Bojan und Ireland auf den genannten Arnautovic, aber der Schuss ist, auch wenn es nicht so schlecht aussah, das Gespielte war halt unpräzise und das ist ja das große Problem beim Österreicher unter anderem. Andere Seite wieder mal ein Freischuss, 25. Minute, Young mit dem ja, mit der Flanke in die Mitte und Campbell ist da, knapp neben dem Pfosten, der kleinste Spieler auf dem Platz bei Newcastle mit der größten Chance, abgesehen vom Tor, allerdings geht der Ball am Tor von Trapp vorbei, denn nicht eingreifen muss in dieser Situation. Nächste Aktion auf der Seite von den Potters, mal wieder in der Offensive mit Steven Ireland, der versucht mal mit einem Schuss, schlecht geklärt von Laporte, Bojan, da ist wieder Ireland, nicht im Abseits, 1:1, plötzlich 4 Minuten nach der Großchance für Campbell, steht es hier in der 29. Minute unentschieden, das war nicht gut gemacht von Aymeric Laporte, dem Abwehrchef bei den Magpies, köpft den Ball zu kurz raus, dann kommt niemand mehr wirklich ran, er hebt das Abseits auf und im Endeffekt ist dann ja Ireland eisekalt vom Tor in die lange Ecke aus Spitzenwinkel, schönes Tor vom Irländer, aber das war dann erstmal der Halbzeitstand, niemand
Mike Pies hatten das Spiel weitestgehend im Griff, abgesehen von dieser einen Szene, konnten aber nicht mehr wirklich antworten und dementsprechend unentschieden zur Halbzeit. Zweite Halbzeit musste mehr gehen und das wollten sie natürlich auch direkt mal praktizieren. Eine Chance, Ibrahimovic auf dem Weg zum Kasten, abgegrätscht, eigentlich ein Foulball, kommt zu Campbell, 2-1. Es war kein Vorteil angezeigt, es war aber vollkommen egal, denn der Ender eisekalt vom Tor, der Nachwuchsspieler von Newcastle United mit dem 2-1, richtig schön gemacht, Ibrahimovic wird gefoult, allerdings sieht der Schiedsrichter das nicht, das werden wir heute in der Episode noch öfter. Campbell dann mit dem schönen Ball in die Ecke, wunderbar gemacht. Weiter ging es mit Newcastle, Stindl hier mit einem Volleyversuch mit dem schwachen linken Fuß, aber Trapp, ja, der hat keine Probleme, trotzdem war Newcastle jetzt intensiver aktiv und der bei Stoke ging nicht mehr so wirklich viel nach vorne. Ibrahimovic hier mal mit einer schönen Aktion, setzt sich dann weiter durch, klasse gemacht hier gegen Schotten, der unerfahrene Rechtsverteidiger, setzt sich dann weiter durch, schöner Pass nach außen auf Florin Thauvin und Ibrahimovic läuft wieder im Rückraum, kriegt den Ball auch, Ibrahimovic mit dem linken Fuß, aber ein bisschen schwächer als der rechte und dementsprechend keine große Gefahr für das Tor von Kevin Trapp. Eine Aktion gab es dann noch in dieser Partie und das war auch die letzte wirklich nennenswerte. Wir springen bereits in die 90. Minute, da kommt nochmal Stoke nach vorne, unterbunden und der da, Nightingale kriegt den Ball von, ja, Niang zugespielt und verzieht dann am Tor vorbei. Das Ding hätte er durchaus mal machen können, so bleibt es beim 2-1 für Newcastle und das war auch das Endergebnis. Also Heimsieg für den Tabellenführer erwartet gegen den, ja, Tabellen 18. der Premier League, die hier zwar vernünftig gespielt haben, aber wieder das Toreschießen vernachlässigt haben, dementsprechend Sieg für Newcastle. So, das war eine relativ einseitige Partie, würde ich sagen. Die haben allgemein zwar relativ gut gestanden, aber nicht gut genug, denn wir haben ja gewonnen. Da hatten wir gerade die Gameplay-Fehler, ich denke mal, ihr habt sie gesehen. Ich weiß auch nicht, wie gut das funktioniert, das Programm hier ein bisschen geleckt hat, aber ich denke mal, das sollte in Ordnung sein. Mögliche Nationaltrainerposten interessieren uns nicht. Benjamin Mendy möchte gerne mehr Gehalt haben, das kriegt er auch, 70.000 möchte er haben, 30.000 mehr als vorher, aber gut, er ist Linksverteidiger geworden, von daher kann das auch gerne mal so passieren. Ich muss mal eben durchatmen, wir kommen jetzt da wieder runter. Ganz schön anstrengend, so eine Episode hier zu kommentieren. Ich denke mal, ihr wisst das auch. Egal, wir machen unsere Mannschaft fit für das nächste Spiel gegen West Bromwich Albion. Da müssen wir sehr, sehr viel durchwechseln. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass ja die Spieler gerade erst gespielt haben. 5 Tage Pause ist nicht so viel. Da muss also einiges noch gehen. Martinez kommt unter anderem rein und ich glaube, Martinez und Nastasic. Nee, gar nicht. Innenverteidiger-Duo tauschen wir vor dem nächsten Spiel. Komar und Draxler auf außen davor. Dann Stindl, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. De Jong wird, glaube ich, auch spielen. Nightingale sogar auch von Anfang an. Also wir haben auf jeden Fall viele interessante, ja, quasi Wechsel hier in der Startelf. Oder bleiben wir sogar so mit Ibrahimovic und Campbell? Ich weiß es gar nicht genau. Mendy auf jeden Fall Rechtsverteidiger, Clément auf links. Nee, Stindl geht raus. Campbell geht auch, glaube ich, raus. Genau, Nightingale, De Jong in den Sturm und Ibrahimovic und De Jong in Sturm. Läuft. Wir gehen ins nächste Spielchen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann gleich wieder. Heimsieg gegen Stoke City, Auswärtssieg gegen West Brom. Das war der Plan von MGT. Im Hawthorns mussten allerdings die Magpies auf viele Leistungsträger verzichten. Bei West Brom war natürlich mal wieder alles im Lot. Da hat kein Spieler wirklich irgendwelche Probleme gehabt. Dem in alle mit von der Partie der Tabellen 17. wollte. Genauso wie der Tabellen 18. letzte Woche Newcastle ärgern, die immer noch, ja, mit 7 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze thronten. Allerdings sollte das natürlich auch mit der B11 von Newcastle beziehungsweise ohne die vielen Leistungsträger nicht gerade das Einfachste von der Welt werden. Wir sehen hier schon mal den Kader von West Brom, unter anderem mit Mulumbo und Jakob, der Doppel-6 der gewohnten bei, ja, den Männern in Weiß-Lila. Das war an sich auch keine schlechte Aufstellung, die sie auf den Rasen brachte, mit Boaz Maier, dem Waliser im Kasten, aber auf der anderen Seite unter anderem Laporte mit dabei. Dementsprechend war das schon mal so vom Marktwert her ähnlich wie die komplette Defensivabteilung von West Bromwich Albion. Die spielt mit Maier, Gamboa, Dawson, Olsen und Davidson. Davor dann, wie eben gesagt, die Doppel-6 mit Jakob und Mulumbo und davor Taylor Gouffran und Dos Santos hinter der einzigen Sturmspitze Jelle Vossen. Der wollte heute ein Tor schießen, hat er gesagt im Interview, unbedingt gegen einen der besten Torhüter der Welt, gegen Asmir Begovic treffen. Das wollte der natürlich verhindern, stand im Kasten zwischen den Pfosten, davor Mendy, Sané, Laporte und Clément Sippel auf der alten 6, davor Draxler, Coman, Nightingale und in der Sturmspitze 7 De Jong und Zlatan Ibrahimovic. Ja, sowohl Remy als auch Reus wieder nicht mit von der Partie, Remy noch stark angeschlagen, Reus immer noch deutlich verletzter, als man es erwartet hatte. Craig Dawson also von nicht so schwere und schnelle Aufgaben gestellt, wie erwartet, trotzdem natürlich nicht zu unterschätzen, diese beiden Sturmtanks und die machten gleich mal richtig Spaß in der Anfangsphase. Mendy wird hier allerdings gefoult nach knapp 10 Minuten. Das zeigt so ein bisschen die Mentalität der Partie, denn die war sehr hart geführt. Mulumbu, der Kongolese, kriegt hier vom Zurecht die gelbe Karte bereits in der Anfangsphase. Da hat er den einfach weggeräumt und dementsprechend muss er sich über den gelben Karton auch nicht wirklich wundern. Es ging wie gesagt gut los für die Sturmtanks, auch für Callum Nightingale. Hier schöner Trick gegen Gamboa, lässt den zweimal richtig alt aussehen, dann auch noch gegen, ja, den nächsten, gegen Mulumbu nämlich, der nicht richtig hingehen kann. Nightingale mit dem Schuss versucht. Das war allerdings nicht so gut, wie man es erwartet hätte können. Gouffran war es übrigens gerade in der Situation und nicht Mulumbu. Er hätte also dazwischen grätschen können. Hat er nicht gemacht. Auf der anderen Seite versuchte es dann erstmal Jelle Vossen. Wollte, wie gesagt, ein Tor schießen. Linksschuss aus knapp 16 Metern. Aber Begovic ohne größere Probleme. Der Eckball allerdings sollte ihn vor größere Probleme stellen. Der nämlich reingebracht von Dos Santos in die Mitte.
Wir warten auf die Flanke, da kommt sie und Begovic behindert ein bisschen. Im Endeffekt nicht so gefährlich, genauso wie der folgende Eckball, allerdings trotzdem nicht so, ja, so sicher da, der Bosnier zwischen den Pfosten bzw. von der Linie weg. Der darauf folgende Konter dann mal über 7 De Jong gespielt in den Rückraum zu Lennart Ajetay-Sippel, der aber deutlich war, 30. Spielminute, es blieb beim 0:0. Newcastle versuchte viel, kam allerdings nicht so wirklich stark vors Tor, erst 35. Minute, Draxler mit der Ecke, ja, die kommt auch weit angeschlagen auf Clément, der heute auf links spielte, Sippel wieder mit dem Schussversuch aus 18 Metern. Da ist Maiel unsicher und De Jong ist da. 1:0. 37. Minute die Führung für die Magpies. Verdient zu diesem Zeitpunkt natürlich, wenn auch etwas überraschend, denn aus der Situation hätte er nichts werden müssen. Maiel muss diesen Ball ohne Frage festhalten. Aber so dürfen die Toons feiern, denn ja, Sipp legt hier vor für 7 De Jong, der sein erstes Saisontor hier, beziehungsweise sein erstes Tor nach langem Joker-Dasein. Er gerät. Es ging direkt weiter mit Newcastle. Die spielten jetzt richtig, richtig gut über Kingsley Coman nach dem Ball von natürlich wieder Clément. Setzt sich erstmal durch gegen Gamboa, ist dann zu schnell für Dawson. Und der geht da richtig ungestüm dazwischen. Elfmeter in der 46. Minute, also Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Richtig bitter für West Brom, dass Komana so außen durchgehen kann. Normalerweise Gamboa ein sehr schneller Spieler, hat aber eine Chance gegen den französischen Wirbelwind. Und im Endeffekt ist Dawson dann zu ungestüm. Wie gesagt, der Elfmeter ist eine Angelegenheit für Callum Nightingale, der junge Engländer. Der trickreiche Spieler, der ja bereits eine Riesenchance hatte, sollte er hier wieder vergegen gegen Boas Maiel. Dann wäre er definitiv nicht mehr der Elfmeterschütze in den nächsten Spielen. Macht er aber nicht. 2:0, 45. Minute. Er nimmt Ibrahimovic den Ball und das macht er zu Recht, denn er trifft und dementsprechend die 2-Tore-Führung für die Magpies, die auch in der Höhe verdient war, denn von West Brom kam abgesehen von dieser einen Chance noch Jelle Fossen nicht sonderlich viel. Das muss in der zweiten Halbzeit dem Hawthorns besser werden, wenn sie ihre Fans hier zufriedenstellen wollten, beziehungsweise sich irgendwie noch rankämpfen wollten. Es wurde allerdings auch besser. Der Ball kommt hier zu Dos Santos, der mit der Flanke jetzt gleich auf den langen Pfosten und da steht Claudio Jacob, aber der Kopfball übers Tor von Begovic, der nicht eingreifen muss. Trotzdem war das so ein bisschen der Startschuss für eine etwas stärkere Phase von West Brom, in die dann plötzlich diese Aktion kam. Ball auf Ibrahimovic, klares Foul hier von Dawson. Allerdings gibt es weder die rote Karte noch einen Pfiff des Schiedsrichters. Sehr, sehr fragwürdig. Genauso wie diese Aktion hier. Callum Nightingale kriegt den Ball an der 16er Kante, macht das dann klasse und wird hier eigentlich gefoult. Wieder von Dawson. Aber es gibt wieder keinen Pfiff des Schiedsrichters. Richtig bitter für Newcastle. Und sie wurden gestraft durch einen Freistoß von Voss. Und diesmal muss Begovic da mit der Pranke hin. Das war richtig bitter. Normalerweise zweimal rot, beziehungsweise einmal Elfmeter auch. Allerdings ging es so weiter mit Gouffran, ehemaliger Magpie. Flanke langer Pfosten. Vossen ist da. Er trifft tatsächlich. 1:2, 70. Minute. Das war mittlerweile verdient, denn sie spielten stark nach vorne. Allerdings natürlich komplett unverdient in der Hinsicht, dass sie mittlerweile mit 10 Mann locker auf dem Platz hätten stehen müssen und wahrscheinlich auch 3:0 zurückgelegen hätten durch den Elfmeter gegen, ja, Dawson in der Szene gegen Nightingale. Es war aber egal. Es war die letzte Szene der Partie. Newcastle gewinnt also in einem sehr verhaspelten und sehr schlecht kommentierten Spiel mit 2:1 gegen West Bromwich Albion im Hawthorns, dementsprechend weiter an der Tabellenspitze und West Brom weiter unten drin. Vollkommen verdient, nach dieser Leistung hatten sie auch nicht mehr verdient. Sie müssen mehr tun in den nächsten Wochen, wenn sie nicht weiter im Abstiegskampf drinstecken wollen. So, ich bin extrem unzufrieden mit meiner Kommentierleistung heute, aber das muss auch einfach mal sein. Ich habe lange nicht mehr kommentiert und allgemein fuckt mich gerade so ein bisschen mein PC ab, denn das leckt wie alles wie die Pest und von daher kann ich gar nicht so gut kommentieren, wie ich es gerne möchte. Aber ich denke mal, trotzdem ist es in Ordnung. Ihr kriegt mal wieder ein FIFA-Video, das ist ja auch schon lange nicht mehr passiert und Karrieremodus erst recht nicht. Aber ich denke mal, euch gefällt immer noch und wenn es euch gefallen hat, trotz dessen, dass heute nicht ideal war, lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Episode kommt dann wahrscheinlich irgendwann am Samstag, Sonntag, Montag wieder rum. Ich denke mal, bis dahin könnt ihr es auch aushalten. Ich fahre jetzt erstmal nach Hamburg gleich. Lange habe ich nicht mehr Zeit, aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm. Denn es geht ja um meine Zukunft und das ist so ein bisschen wichtiger als YouTube momentan. Wir haben aber noch ein Spiel vor uns in dieser Episode und zwar das simulierte Spiel gegen die Tottenham Hotspurs, beziehungsweise gegen Tottenham Hotspur, also gegen die Spurs im FA Cup. Capital One Cup, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall in irgendeinem Pokal und dafür müssen wir erstmal ganz viel umstellen hier, denn wir haben viele Spieler, die kaputt sind, beziehungsweise auch viele Spieler, die einfach mal spielen möchten und Young natürlich und der geht auch, glaube ich, auf die rechte Seite, Stindelhoff, ja, genau, so sieht es nämlich aus. Das sieht relativ stark aus. Innenverteidigung wird dann besetzt mit Martinez und Nastasic. Auch das sieht gut aus. Linksverteidiger wird Romagnoli spielen, genau, und Rechtsverteidiger Grammat. Sieht also stark aus. Und wenn wir so gegen die Spurs nicht gewinnen, wäre das ja gelacht. Speichern den vorher noch einmal kurz ab, natürlich. Wie war das immer so? Denn ich bin das gewohnt, dass beim Simulieren das Ganze einfriest, aber ich hoffe, dass das hier nicht passiert. Es ist nicht passiert, das kann ich schon mal wegnehmen. Denn das wird auch, obwohl sie die letzten Spiele immer 2:1 gewonnen haben, sehr souverän von uns. Und zwar mit 4:0. Campbell, Remy, Young und De Jong mit den Treffern. Also wir schließen diese Episode im FA Cup übrigens mit einem wunderbaren Sieg ab. 4:0 habt ihr leider nicht gesehen, kommt mal, auch simuliert ist das immer ein schönes Erfolgserlebnis. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.